Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve. Sorry, ich bin ein bisschen nach vorne gelaufen. Ja, und beim letzten Mal waren wir halt hier und waren der E-Fighter auf der Spur, beziehungsweise wir haben, Moment, da mache ich mal gerade Pause. Wir haben rausgefunden, was mit der Zellen passiert sind, die Eve darstellt quasi, also die Mitochondrien, die Eve darstellt, und die übernehmen, die wollen den Körper übernehmen, und das finde ich schon sehr krass. Und genau, nachdem wir bei Dr. Krampf waren, sind wir zurück ins Polizeirevier gefahren. Und da stellt sich auf einmal heraus, dass der Sohn Ben von Daniel, also Daniels Sohn Ben, dass der dem Hund nachläuft, Shiva. Allerdings hat der Hund sich in mein Monster verwandelt. Genau, und dem laufen wir gerade hinterher, und wir sind jetzt gerade hier bei diesem Gegner. So, erstmal so als kleine Zusammenfassung. Du bist derjenige, der Torres gekillt hat. Das blöde Vieh, ey, wirklich. Du dummer Sack, du. Okay, Leute, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Kampf an hier. Alles klar. Gut, machen wir dann zack, zack, zack. Oh, 67 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Und weiter drauf hier, los. Oh nein, nicht nachladen. Ach, naja, nicht nachladen. Oh, der hat ganz schön viel aus. Gut, mach mal Heal 2, bitte. Von deiner P-Kraft. So. Ach, verdammt, ich bin hier eingesperrt. Was soll denn das? Jetzt macht das Ding kaputt, Mensch. Was ist kaputt? Gott sei Dank. Okay, Leute, wir haben ein Item. Oh, eine neue Waffe, Leute. Verdammt, ich habe keinen Platz mehr, ne? Moment. Was lasse ich denn dafür da? CM-Weste, Medizin. Ja, eine Medizin, komm. Die Waffe will ich sehen, kommt, Leute. Ich will sehen, was diese Waffe hier ist. So, Change Weapon, was haben wir denn da? M11. Oh, Fünffachschuss. Ja, aber das ist nicht so toll. Nee, nee, Leute, das ist ein Maschinen. Oder Moment, vielleicht ja doch. Nochmal angucken, das Ding. Ich meine, es schießt ja nicht 7-mal, es schießt ja nur 5-mal. Und diesen Zufallsschuss könnte man auch in meine Waffe einmalen. Das mache ich nicht. Nee, Leute. Nee, nee, kommt. Die spare ich mir für schlechte Zeiten auf die Waffe. Inventar ist voll, ja toll. Medizin 2, Defense plus 1. Hey, sehr cool. Und ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, Parasite Eve, und freue mich, dass ihr nach wie vor dabei seid tatsächlich. Das Projekt wird geschaut, finde ich super. Und ja, dann reden wir mal mit dem Typ wieder. Was hat er uns denn hier zu sagen? So, hi. Ich hole Hilfe. Halten Sie durch. Ich war zu spät. Wie konnte das nur passieren? Genau dieser Satz, der kam auch im zweiten Teil vor, auch bei einer Leiche. Aber gut, Leute, wir müssen Ben suchen. Er ist in einer ziemlich gefährlichen Situation, und der Chef auch, genau, Leute, und der Chef auch. Okay, was hast du? Der ist tot. Ja, shit. Ihr habt alle gekillt hier, was ist denn hier los? Okay, Leute, waren wir hier schon mal drin? Man muss doch X drücken manchmal, ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Aber gut. Ah, hier waren wir schon genau bei der Dusi da. Die uns aufgeheilt hat. Ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, die Heilung. So, alles klar. Außerhalb vom Kampf heilen. Ja, das ist auch eine Sache. So, aber hier habe ich, glaube ich, alle Gegner beim letzten Mal schon gekillt, oder? Leute, ist das so? Ach nein. Verdammt. Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Samstagnachmittag hier bei mir. Ach, jetzt geht... Verdammt. Samstagnachmittag hier bei mir, und später geht die Bundesliga wieder los, Leute. Ja, tatsächlich. Wie mancher von einer von euch weiß, ich bin Fußballfan. Und bin mal gespannt, wie das da abgeht. Aber erstmal hier die Gegner. Oh, die Spinnen, die sind scheiße. Okay, meine Def ist unten. Mein Defense-Wert. Okay, das ist jetzt erstmal halb so schlimm. Jetzt muss ich langsam mal was machen. Also, das nervt schon wirklich, was hier gerade abgeht. Ich komme auch nicht hier raus, ne? Das ist irgendwie... Boah, 95, ey. Scheiße. Leute, doch mal auf. Och, ihr seid doch bescheuert.
Mach die Spinne kaputt. Ja, einen Revive werde ich jetzt brauchen, tatsächlich. Und, ja, einen Revive, Leute. Ich bin tatsächlich tot, bitte, was? Okay. Auch nicht schlecht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich mal wieder. Ne? Also bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe es jetzt bis hierhin nochmal gespielt und ja, was ich gemacht habe, ich habe eine Medizin 3 und eine Medizin 2 benutzt, damit es möglichst schnell geht. Und mein Timer oben links war eben kaputt, deshalb habe ich auch das neu gestartet. So, jetzt nochmal, Leute, wir haben noch 40 Minuten. Ich merke gerade was anderes, Leute, wir haben doch hier PE. Ach verdammt, jetzt mach diesen Soundbug weg. Wir haben doch hier diesen Energy Shot. Dann mach das mal, Eier. Dann gucken wir mal, was der abzieht. Das ist nämlich ein Angriffszauber, liebe Leute. Oha. Nutzt alle ihre PE. Ah, und das Ding ist noch nicht mal tot. Also das hat jetzt nicht so viel gebracht. Na komm schon, mach den kaputt da. So, sehr gut, Leute. Der Def-Wert ist weiterhin unten. Was zur Hölle? Was macht denn die Spinne da? Okay. Eine Spinne, die lustige Geräusche macht. Naja, gut, okay. Boah, ich werde hier echt meine Medizin los, ne? Das ist unglaublich, Leute. Diese Gegner hier, die machen echt viel Schaden. So, zack, zack, zack. Und direkt weglaufen. Los. Und direkt wegrennen und auf die Spinne direkt los. Und schießt da drauf, genau. So sieht das doch schon besser aus, Leute. Da bin ich eben tatsächlich gestorben. Nichts mit Revive. Ist nicht, Leute. Ich habe keine Revives mehr. Scheiße. Hier waren wir aber, glaube ich, auch schon drin, oder? Waren wir hier drin? Zumindest sind hier Gegner. Ach du Scheiße, zwei Spinnen. Zwei Spinnen und ein Vogel auch noch. Oh Mann, Leute. Das muss doch nicht sein. Gut. Dann, Aya, mach bitte einen Energy Shot auf diese eine Spinne da. Weil ich will die direkt tot haben, Mensch. Ja, sehr gut, okay. Ah ja, beweg dich. Verdammt. Ah, der PE-Balken, der ist wieder... Braucht wieder länger, aber jetzt kann ich auf den Vogel ballern. So, schieß auf den Kackvogel. So, und die Spinne geht mir langsam auf die Nerven. Wirklich. Gut, Heal 2. Heil dich bitte, Eier. So. Und in der nächsten Runde ist das Ding dann fällig, Leute. Den Energy Shot, bei dem war es ja so... Nein. Bei dem Energy Shot war es ja so, den kann man immer machen. Ne? Genau, den kann man immer machen, wenn man ein bisschen PE hat. Der macht, glaube ich, auch genauso viel Schaden, oder? Nee, 60 nur. Okay, 60, alles klar. Das hängt doch ultimativ damit zusammen. Okay, ich verstehe. Aber diesen Kampf haben wir relativ gut gemeistert. Drei Items. Oh, Medizin 3 und Full Cure. Ja, die Sachen nehme ich natürlich gerne mit. Full Cure ist immer gut, Leute. Full Cure ist nämlich hier. Heilt alle negativen Statis weg. Boah. Würde ich sagen. Nehme ich mit, Leute. So, und hier war aber, glaube ich, auch ein Schlüssel oder so, oder? Oder war hier gar nichts, Leute? Was ist mit der Musik los? Hey. So, sehr gut. War hier kein Schlüssel oder so? War hier gar nichts? Das ist ja komisch. Naja gut. Dann gehen wir halt wieder raus. Gut, Leute. Ben, wo bist du, Mensch? Wo bist du hingelaufen mit dem Hund? Soundbug. Finde ich aber gut, dass man den so... Okay, Leute. Dass man den Soundbug so einfach, bereinigen kann. Und, oh, das sieht schon sehr nach richtigem Weg aus. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ich mache vorher nochmal ein Save-State, damit ich nicht wieder alles nachspielen muss. Und dann bin ich mal gespannt, was jetzt hier abgeht. Gut, Leute. Da sind sie. Oh ja. Ah ja. Onkel Baker ist verletzt. Ich muss ja wieder die Stimmen nachmachen. Hier ist ja so geil. Da ist das Ding. Shiva? Es ist nicht Shiva. Shiva ist schon tot. Ah ja, bitte. Lass sie sich nicht wie in ein Monster verwandeln. Die ist schon ein Monster. Komm schon, ich bin derjenige, den du willst.
Och du Scheiße, Leute. Oh mein Gott. Bosskampf. Das sind drei Ziele. Okay, Leute, alles klar. Gut. Verdammt, wie soll man dem denn ausweichen? Kann man doch nicht ausweichen bei dem Mist. Och! Bin ich jetzt hier direkt tot, oder was? Oh Gott, heil dich bitte. Ah ja, mach bitte Heal 2. Dann brauche ich gleich meine Barriere, Leute. Ich brauche unbedingt eine Barriere gleich. Boah, das ist ein Vieh, ey. Ich sage es euch. Gut. Ich mache erstmal die Barriere. Komm. Barriere, ah ja. Das ist nämlich so, dass wenn der Gegner mich jetzt trifft, dass der eigentlich keinen Schaden mehr macht. Aber irgendwie doch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Medizin 3 nehmen. So. Das ist nämlich eine Vollheilung, liebe Leute. Och, du Scheiße. Und weg da. Boah. Das ist schon ein heftiges Viech hier. Gut. Und draufschießen auf den Kopf. Ach, verdammte nochmal, ey. Boah, das ist ein Riesending. Leute. PE, mach bitte eine Barriere. Die muss doch jetzt mal funktionieren, die Barriere. Was ist denn hier los, Leute? Normalerweise schützt mich das vor einem Treffer. Es schützt mich nicht vor einem Treffer. Das ist irgendwie komisch, Leute. 5! Oh mein Gott! Ich bin wieder gestorben. Aber nicht schlimm, Leute. Ich habe ja hier ein Safe-Set gemacht. Also so ist ja nicht. Ne? Ich weiß, normalerweise spielt man das nicht mit Safe Stats, aber es ist halt. Es ist halt nur eine Privatsache. Ne? Also ich müsste es sonst wieder nachspielen und cutten und so. Und das ist einfach Kacke. Deshalb. Ja. Ich habe jetzt hier einfach diesen Safe Stat gesetzt. Ich mache es jetzt natürlich nicht nach jedem Treffer einen Safe Stat, ne? Ist klar, Leute. So. Der linke Kopf zuerst. Verdammt. Aber wie soll man dem Kack denn ausweichen? Hä? Was habt ihr euch dabei gedacht? Da ist wieder ein Soundbug. So. Ist der eine Kopf jetzt bald mal weg? Mensch. Der Sack heilt sich. Das ist ja wohl unfassbar. So, Leute. Der heilt sich nochmal, der Sack. Ja gut, nochmal auf den Kopf. Boah, scheiße. Okay, dann muss ich aber auch jetzt mich mal heilen. Ganz schnell. Puh. Okay, Vollheilung bitte. So, liebe Leute. Och, jetzt hör doch mal auf, dich immer zu heilen. Ach, verdammt. Gut, egal. Ist was, dann... Oh, nee, ich dachte, einer wäre weg. Okay, dann schießt immer nach wie vor auf den linken Kopf. So. Nee, irgendwas ist da falsch. Gut, dann schießt er es auf den rechten Kopf. Der macht aber wenig Schaden, der rechte Kopf. Mittlerer Kopf? Ich muss das Ganze jetzt erstmal ausprobieren, Leute. So, weiter geht's. Auf den mittleren Kopf, bitte. Was war denn das? Was soll denn das hier? Shiva-Mensch. Ach, verdammt. Gut, ich muss mich nochmal heilen, bitte. So, heil dich bitte hoch. Auch wenn das auch nicht mehr viel bringt, aber... Ach, Leute, das ist ja wohl nicht wahr. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Wirklich, Leute. Ich habe bald keine Items mehr hier. Medizin 3 habe ich zum Glück noch ein paar von. Verdammt nochmal, ey. Der heilt sich hoch. Ja, das ist... irgendwas ist da komisch. So. Dann versuche ich halt mal jetzt mal einen Energy Shot auf diesen Kopf, bitte. So. Der muss doch jetzt drauf gehen. Nee, tut er nicht. Verdammte Scheiße, Leute. Dieser linke Kopf... Dieser linke Kopf, der geht nicht drauf. Warum geht der nicht drauf? Der heilt sich immer hoch. Und dem kann ich nicht ausweichen. So, jetzt mach den Kopf im Arsch. Sehr gut, Leute. Der eine Kopf ist weg. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Der Kopf ist weg, Leute. Ich will eigentlich nicht alle meine Medizin verbrauchen bei dem Ding, aber es ist halt ein Boss. Also ist es gut investiert. So, dann den mittleren Kopf, bitte. Weil bei dem anderen machen wir keinen Schaden irgendwie. Boah, 60 Damage, das ist schon übel. Ja, das ist schon heftig, Shiva. So, liebe Leute. Dann muss ich jetzt tatsächlich noch meine letzte Medizin benutzen. Und hoffe, dass das ausreicht. Meine Güte. Och, Leute. Hör doch mal auf.
So, dann bitte einmal. So, dann bitte einmal Energy Shot. Nein, nein, kein Slow. Energy Shot bitte auf den mittleren Kopf. So, mal gucken. 68. Ja, das könnte aber sein, dass der jetzt kaputt ist, der mittlere Kopf. Nee, immer noch nicht. Ach, verdammt. Ach genau, das ist noch so eine Besonderheit, Leute. Je länger der Kampf dauert, desto langsamer lädt sich der MP-Balken auf. Ja, ich werde jetzt sterben, Leute. Ich bin wieder gestorben. Das ist so zum Kotzen. Was ist das für ein Boss, Leute? Dem kann ich nicht ausweichen? Nie? PE, Energy Shot. Verdammt nochmal, was soll denn die Kacke? Es kann nicht sein, dass ich hier jetzt an dem Endboss voll abkacke hier. So, ah ja, jetzt mach doch mal was. So, dann einmal Medizin 3, bitte. Dass der Boss so heftig ist, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. So, gut, den sind wir schon mal ausgewichen. Das ist schon mal sehr gut. Alles klar, dann weiter auf den rechten Kopf, bitte. Das ist wieder der Soundbug. Oh, falscher Kopf. Verdammt. Oder nee, das war doch der. Den kann ich nicht ausweichen, okay. Gut, genau, nochmal Energy Shot, bitte. Ich nutze den sehr gerne, diesen Energy Shot, weil der macht einfach viel Schaden und nutzt die PE statt Muni. Kann dieser eine Kopf da bald mal kaputt gehen? Das ist doch nicht wahr, Leute. Nochmal, hier, komm, Energy Shot. Das muss doch jetzt klappen, Leute. Es sei denn, der macht mich jetzt platt, weil dann ist Kacke. Ah ja, beweg dich! Oh Gott! Ja, natürlich. Natürlich, vielen Dank, du Penner hast dich geheilt. So, mein Gott. So, okay. Da kann man auch nicht ausweichen. So, mach bitte noch einen Energy Shot. Ah ja, auf den! Verdammt. So, 50 Schaden. Haben wir wieder weniger als vorher, ne? Das ist so bescheuert, Leute. Wirklich. Ja, komm, schieß halt. So. Uah, Leute, der macht immer halb so viel Schaden, wie ich Lebenspunkte hab, ne? So, schieß da weiter drauf. Oh, der heilt sich wieder hoch, der Sack. Wie soll ich den denn kriegen, wenn der sich immer hoch heilt? Habe ich vielleicht die falsche Waffe oder so, ne? Ich habe vielleicht die falsche Waffe. Ja, das kann sein, Leute. Das kann echt sein. Ach, verdammt nochmal. So. Dann mach den linken Kopf. Was ist denn das für ein Vieh, Leute? Oh, was ist denn das für ein Ding, ey? Ja, ich muss hier ein bisschen mehr timen, ne? Ich muss hier ein bisschen mehr timen. Der Sack heilt sich wieder hoch. Tolle Wurst. So. Ah, Leute. Das ist aber auch manchmal, während die schießt, kann man dann nicht so ausweichen. So, liebe Leute, ich hoffe, dass... Jetzt hör doch mal auf, dich zu heilen. Das ist unfair, Kollege. Und lauf da raus. Och, Gott sei Dank. Gut, okay. So langsam kriege ich es raus, wie man hier kämpft. Gegen die großen Dinger. Den kann man nicht ausweichen. So, dann auf diesen Kopf, ne? Ja, genau. Und Eier, beweg dich! Ja, heil dich wieder. Ah, der eine Kopf ist weg. Okay, das ist schon mal sehr gut, Leute. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe keine Medizin mehr, also keine große. Die geht aber auch 90 plus, ja. Gut, was machst du für eine Attacke? Ein Angriff, okay, gut. Dann mach den mittleren. So, den mittleren Kopf und lauf einfach. Manchmal ist der Gegner nämlich so schnell, dass man da nichts machen kann. Verdammte Kacke. So. Ich hänge jetzt schon 8 Minuten hier oder so an diesem Boss. So, Leute. Heal 2, bitte. Auch wenn das nicht so viel bringt, aber immerhin 60 Hitpoints mehr. Gut, liebe Leute. Boah, der trifft immer, ne? Der trifft immer, der Sack. So. 17, 25. Pff, ja, ist klar. Ist klar, Leute. 60 Schaden, das ist nicht mehr wahr. Dem kann man nicht ausweichen.
Also gut, zuerst auf den linken Kopf, alles klar. Das Nachladen nervt auch, ja. 55, ey, das ist unfassbar. Verdammt. Direkt am Anfang mal so ein Fail hier. Aber gut, der Kampf ist auch nicht ohne. Und raus da. Ach, warum hat er mich denn jetzt wieder getroffen, der Sack? So. Und schießen. Und lauf. Ach, das ist der Soundbug. So. Ah, das hat zu spät geschossen. Ja, sorry, Leute. Ich bin auch manchmal doof. Oh Gott. Mach ein Heal 2. Nein, ein Heal 2 bitte. So, Barriere bringt hier nichts. Wenn er diesen lila Angriff macht, bringt aber Barriere nichts. Genau das, den meine ich. Da bringt Barriere nichts. So. Aber jetzt, der macht den Angriff ja nicht zweimal. Der macht den Angriff ja nicht zweimal hintereinander, deshalb. Eigentlich kann ich jetzt eine Barriere machen gleich. Und lauf da weg. Ah, verdammt. Du Penner. Du hältst dich immer hoch, ne? So, mach mal eine Barriere, ja? So. Ah, jetzt hat's doch geklappt. Jetzt hat's doch geklappt mit der Barriere. So, dann auf diesen Kopf. Los. Ha! Die Barriere wirkt, Leute. Oh mein Gott, das ist so geil. Oh, Gott sei Dank. Ohne Barriere ist das echt schwer. Gut, dass ich die Barriere hier habe jetzt. So. Und schon ist der zweite Kopf, der erste Kopf weg. So, Leute, alles klar. Man muss also immer genug PE haben. Ich verstehe schon, Leute. Man muss immer genug PE haben für eine Barriere. Ja, ja, das ist alles okay. Ist erstmal okay. Draufschießen. Ach, verdammt, das war der falsche Kopf. Ja gut, egal. Wie soll man dem Kack denn ausweichen? So, direkt nachdem der geschossen hat, bitte. Oh Gott, Leute, ich brauche eine Medizin. Medizin 3. Habe ich noch 2 Stück. Oh mein Gott, das sieht gut aus, Leute. Das sieht echt gut aus. So, dem sind wir ausgewichen. Das ist schon mal gut. So, mach jetzt mal bitte einen Energy Shot auf den rechten Kopf, bitte. Weil dann macht man mit der Waffe nicht so einen Schaden dran. So, Eier, bitte erhol dich. So. Okay, dann auf den... Ah, der ist so schnell, das ist... Bitte auf den mittleren Kopf jetzt. Das muss doch jetzt klappen. Leute, das muss doch jetzt bitte klappen. Heil dich. So, Medizin 3. Meine letzte. Verdammt. Ich brauche echt alle meine Items hier, ey. Das ist... So, diesmal hast du nicht getroffen, du Penner. So. Den mittleren Kopf, bitte. Weiter auf den mittleren Scheißkopf. Auf den mittleren. Ah, der trifft immer, ne? Das ist... Geht der Kopf bald mal im Arsch? Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel hält denn der aus? Wie viel hält denn der aus? Ah, der ist weg. Der ist weg. Sehr, sehr gut, Leute. Der mittlere Kopf ist weg. Alles klar. Dann kann ich ja... Was kann er denn jetzt noch? Soundbug? Ah, er kann noch alle Attacken. Das ist doof, Leute. Das ist echt jetzt mies. Das ist echt gemein. Gut. Dann nehme noch mal eine Medizin 2. Und dann brauche ich gleich noch mal eine Barriere, bitte. So. Weil an dem rechten Kopf mache ich leider keinen Schaden. Das ist irgendwie komisch. Oh Gott, ich brauche ganz dringend jetzt die Barriere. So. Barriere. Komm, Eier. Ah, ja. Lass mich noch ein bisschen leben. Na toll. Das hat's jetzt auch gebracht. Ja, ich bin tot, ne? Das Ding ist so bescheuert. Das Ding ist so krass, Leute. Ich glaub's nicht. Das Ding ist so heftig. Ich kann's euch gar nicht sagen, Leute. Alter Schwede, gut, dann sehen wir jetzt heute halt, ja, lediglich diesen einen scheiß Bosskampf hier. Verdammt nochmal. So. Dieses Drecksvieh. Ah ja, jetzt. Dieses Nachladen, ne, Leute. Boah, die ganze Folge nur einen Bosskampf. Das ist schon übel. So, weiter.
Weiter drauf da. Los. Und lauf da raus. Ach, verdammt. Gut. Egal. Soundbug. So. Aber verliert er den Spaß nicht, ne? Das ist nach wie vor ein richtig geiles Game. Aber es ist, dieser Gegner ist halt knackig. Ja. Aber was wäre ein Parasite Eve ohne schwierige Passagen? Der heilt sich wieder hoch, der Sack. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Das ist kindisch, was du machst. So, ich habe noch volle PEs. So, weißt du was? Dann mache ich jetzt auch mal einen Defensivzauber. Barriere, komm. So. Dann reden wir jetzt mal bitte weiter. Dem Ding, dem kann man nicht ausweichen. Das ist irgendwie bescheuert. So, 37. So, Leute. Jetzt lass mich doch hier raus. Das ist doch kindisch, wirklich. Auf diesen Kopf da. So. So, der eine Kopf ist weg. Okay, dann den mittleren. Ah, das war der falsche Lauf. Und wenn ein bisschen ausweichen muss man hier schon. So. Und lauf. Ach, verdammt nochmal. Aber egal, Leute. Wir machen den platt hier. Oh, alter Schwede. So, 75. Ich nehme gleich nochmal eine Medizin 3 nach dem nächsten Angriff. Genau jetzt. So. Und... Scheiße, Mann. Ich wollte doch nur... Okay, Leute. Das tut mir leid, dass ich hier gerade am Failen bin. Aber es ist echt ein harter Gegner. Es ist echt ein harter Gegner. Das Nachladen, ne? So, gut. Aber 74 kann der doch gar nicht abziehen, oder? So viel hat der nie abgezogen. Und? Was macht er jetzt? Ah, verdammt. Egal. Nimm die Medizin. Medizin 3. So. Ich muss ein bisschen auch mit meinen Lebenspunkten hier spielen, ne? Gut. Da ist der Soundbug. Und der heilt. Okay, dann mache ich jetzt hier die Barriere. So. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt klappt hier mit dem Ding, ey. Es ist ja wohl nicht wahr. Den kann ich nicht ausweichen. So, Leute. 87 Schaden reingedrückt, ey. Mit einer Runde. Das ist ja wohl... So. Ah, das war der mittlere. Verdammt. So. Also die Musik ist irgendwie komisch. So, lauf! Ah, Mensch, Eier. So, egal. Medizin 2, Leute. Alles klar. So, ich würde euch eigentlich gerne mehr zeigen als diesen Kampf hier, aber das ist echt, echt heftig. Muss ich sagen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mit so einem heftigen Kampf habe ich ehrlich nicht gerechnet. So, Medizin 2 habe ich noch. Nimm die bitte. So. Und lauf doch mal aus der Range. Das Ding ist auch so schnell, ne? Das Ding ist auch so schnell. So, der mittlere Kopf ist jetzt dran. Dann mache ich nämlich gleich mit dem auf den anderen Kopf Energy Shots. Oh nein, ich muss mich wieder heilen. Can't escape. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Oh scheiße, jetzt habe ich eine Runde versaut. Verdammt. Ja, ich bin schlecht. Ich merke schon, ich bin schlecht in diesem Spiel. Aber gut, es ist ja auch kein Pro-Durchgang. Es ist einfach nur... Ey, wo kann ich denn hier... Gibt es hier keinen sicheren Platz oder so? An dem mache ich keinen Schaden. Das ist irgendwie auch geil. So, an dem mittleren mache ich noch ein bisschen Schaden. Nö, irgendwie nicht. So. Ah, gut. Meine letzte Medizin hier. So. Und lauf. Ja, sehr gut. Alles klar, dann werde ich eine Barriere machen jetzt gleich. Genau jetzt. Barriere. Und dann muss das doch mal klappen. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Dann muss das doch mal klappen hier. Ne, die Barriere ist schon wieder weg. Toll. Nö, Leute, wisst ihr... Also, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich den Kampf echt offline machen. Weil man ich möchte euch ja noch mehr zeigen als diesen Kampf hier. Wie ich hier abfehle. Das ist ja kein Lückenfüller. Das ist ja kein Partfüller, ne? Ja, jetzt habe ich wieder hier nicht getroffen. Okay. Gut.
Barriere kann ich nicht. Dann mach Energy Shot bitte. Auf den mittleren. Ja, das ist jetzt meine letzte Möglichkeit hier. 54, das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein Scherz, Leute. So. Ach, geh bitte kaputt, du blöder Kopf. So. Ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren. Nö. Ich habe keine Medizin mehr. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wirklich nicht. So, das ist jetzt der letzte Kopf. 15 HP. Ich bin tot. Ich bin tot! Einmal angreifen kann ich noch. Aber das ist halt scheiße mit dem, 3-3-3. So. Hey, ausgewichen. So, 3-5-3. Das ist echt mies. Ja, toll, Leute. Nee. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Und dann schneide ich euch rein, wenn ich den Kampf geschafft habe. Also ich mache den jetzt mal privat und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich habe jetzt echt gerade... Muss mich völlig bei konzentrieren. Gut, Leute. Also dann bis gleich. So, Leute. Boah, ich habe das Ding. Oh mein Gott, Leute. Ich habe den scheiß Boss geschafft. Ja, das war jetzt echt... Ich habe noch 5 Versuche gebraucht. Aber mein Gott. Das war echt letzte Rille, ne? Ich hatte jetzt noch 21 Hitpoints. Hatte meine letzten PEs benutzt und am Ende hat es dann doch geklappt. Also ich habe den Energy Shot benutzt und meine Fresse, was das für ein Ding war. Ja gut, diesen Level Up habe ich jetzt auch erwartet. Wirklich Level 18. Wir haben einen neuen Zauber bekommen, Leute. Confuse, das heißt Verwirrung. Und der Gegner wird verwirrt. Ganz genau. Und wir haben eine M92 bekommen. So, das ist doch schon mal gut. Boah, wir haben das Ding. Meine Fresse, das war echt anstrengend. Keine Highlight-Items mehr, gar nichts mehr. Aber gut, Leute, was ich... Ja, letztendlich zahlt es sich doch aus und wir haben die beiden tatsächlich gerettet, oh mein Gott. Gut, Leute, boah, das war echt anstrengend. Jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ben, Captain. Oh ja. Ah ja, Onkel Becker ist verletzt. Ben. Daddy. Ach, da ist jetzt auf einmal der Daniel, ja, ja. Ben, bist du okay? Onkel Becker hat mich beschützt. Okay. Captain, danke schön. Erinnerst du dich, als Ben jünger war? Wir haben alle zusammen bei euch gespielt. Sir. Lass es raus. Becker ist... Becker geht's gut. Ah, nee, das ist ja der. Becker geht's gut. Wie in den guten alten Zeiten. Shiva. Ben. Hm. Ja, sie ist tot. Die hat uns genug Ärger gemacht. Ah ja, wer auch immer das Shiva angetan hat. Du fängst ihn, richtig? Ja, ja, das werde ich. Oh mein Gott, Leute, das war echt heftig, also, dieser Bosskampf. Oh, Kapitel 4, Leute, Tag 4, Conception. Einmal speichern, ja, definitiv doppelter Save-State hier. Nein, nein, so. Tag 4 mittlerweile, krass, Leute. Leute. Komm schon, Daniel, du hast jetzt die Verantwortung. Ja, nun, ich bin das nicht gewohnt. Sie machen sich großartig, Boss. Aber warum hat Eve das Polizeirevier angegriffen? Um uns loszuwerden? Vielleicht weiß dieser japanische Junge irgendwas darüber. Das reicht. Wo ist er überhaupt hin? Ja, das freue ich mich auch. Wo ist Maeda, Leute? Ah. Okay, das war's schon, liebe Leute. Gut. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben das Ding eigentlich platt gemacht und... Ja, das Revier ist jetzt natürlich verwüstet ohne Ende. Wird's jetzt ruhiger. Gott sei Dank ist es jetzt ein bisschen ruhiger geworden, Leute. Oh mein Gott. Gut, wir müssen mal Eda finden. Wir haben ein bisschen Ruhe. Puh, wir haben ein bisschen Zeit für Entspannen. Das ist doch schon mal gut, Leute. Nach dem Bosskampf, ey. Oh Mann, oh Mann. Da musste ich echt alles auspacken, was ich habe. Ihr seht. Menü.
technisch. Wir sind immerhin voll, komplett. Aber Heil-Items ist jetzt gerade Fehlanzeige, ne? Was haben wir denn hier für eine Waffe bekommen, Leute? Die möchte ich mir ganz gerne mal angucken. M11. Nee, hier, die hier, genau, M92. Aber die ist nix. Die ist nix, Leute. Die, nee. Nee, das muss nicht sein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach Maeda. Und gucken wir nochmal hier im Polizeirevier ein bisschen rum. Ob wir hier noch ein bisschen was gewuppt kriegen. Hier, ob es hier irgendwas für uns gibt. Wir haben einen Locker-Key bekommen, Leute. Das ist doch bestimmt hierfür. Warum komme ich hier nicht rein? Hä? Doch, ich komme hier rein. Meine Güte, diese fatzengenaue Steuerung. Genau, dieser Locker-Key, Leute. Oh, Medizin 3, Gott sei Dank, Leute. Die brauche ich aber auch. So, der Locker war ja hier unten von dem einen, ne? Unlock the door, ja. Trading Card. Was war das denn nochmal? Trading Card. Normal Trading Card. Kann man damit vielleicht den Zauber entfernen? Das wäre sehr gut, Leute. Weil ich möchte den Zauber nicht haben, ganz ehrlich. Also diesen Granatenschuss. Weil der halt an manchen Gegnern... Boah, hab ich mich erschrocken. Weil der halt an manchen Gegnern keinen Schaden macht, ne? Das ist das. Gut, Leute, wir haben noch eine Viertelstunde. Das heißt, dann würde ich jetzt erstmal das Polizeirevier abklappern. Gibt es hier irgendwas Neues drin, liebe Leute? Nö, sieht nicht aus. Oh, ah doch, da ist eine Kiste, Leute. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Secrets. Medizin. Schaut mal da, Leute. Eine neue Weste mit einem Autozauber. Ja, das muss ja nicht schlecht sein, oder? Critical. Zieh die mal an. Und was habe ich hier für Werte? Moment. Tune up. Armor. Welche war das denn? Das war, glaube ich, diese hier. Könnte man jetzt natürlich auch hochschrauben. Aber ich glaube, ich lasse erstmal die andere ausgerüstet tatsächlich. Weil die Werte halt viel besser sind. Das ist das. Aber gut, das im Inventar zu haben, definitiv. Gut, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's wieder sehr gut. Da gerade eben, da habe ich schon echt geschwitzt bei dem Bosskampf. Aber es ist gut gegangen. Wir kommen weiter. Und ja, nach wie vor sehr warm draußen. Also das ist ja wirklich mitten im September so eine Kackhitze. Es ist ja echt nicht mehr feierlich hier, aber gut, ich will mich mal nicht zu viel beschweren. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken, Leute, bei der nächsten Szene. So, hier waren wir ja, ne? Genau, da waren ja die Hunde drin. Diese blöden Hunde. Aber hier ist jetzt natürlich nichts mehr los, ne? Hier ist jetzt natürlich nichts mehr los und hier war die Shiva drin. Das Drecksvieh. Das Drecksteil. Wirklich. Aber gut, hier haben wir nichts. In dem Spiel kann man auch nicht zweimal drücken oder so. Das ist, wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Ah, jetzt kommen wir hier rein, Leute. Jetzt kommen wir hier rein. Das ist doch mal... interessant. Oh, MP5, Leute. Wie geil. Eine Waffe. Und was haben wir hier? Oh, ein Tool nochmal. Was haben wir hier? Eine Medizin? Ja, komm, dann lass diese Waffe da. Offense plus 1, ja, das ist gut, Leute. Das ist gut, das nehme ich auch direkt. Offense plus 1. Mehr Schaden machen, bitte. Ich habe voll viele Waffen in meinem Inventar. Moment, kann ich da nicht irgendwas raustoolen jetzt hier? So, M16. Nee, warte mal. Wenn ich das ja rausnehme, da noch empty slots, wenn ich das ja rausnehme, ne, dann ist die Waffe ja weg. Genau, das will ich ja nicht. Ich will das ja nicht, ich will ja nur überschreiben, wenn das irgendwie geht. Das sind Westen, die MP5,
mal 2. Probier das mal bitte. 16. Diesen Zauber. Hä? Was? Nee. Ich will den Zauber wegmachen, Leute. Wie geht denn das? Moment, was? Moment. Süß? Nee. Sword Range Items. Tune-Up Weapon. Bonuspunkte. Die können wir nochmal verteilen. Hier, Bonuspunkte. Gut. Dann pack die mal da drauf. Und dann haben wir hier auf Item Capacity. Müssten wir jetzt einen mehr haben, ne? Einen Platz. Nee, haben wir irgendwie nicht. Verarschung. Gut, Leute, egal. Drück diese M11 ab. Und hier lege ich die also andere Waffe ab. Ich brauche mal ein bisschen mehr Inventarplatz hier. Mache ich mir jetzt hier so in meine eigene Waffenkammer. Und diese Maschinengewehre brauche ich nicht. Ich brauche hier Range. Wirklich. So eine Rifle halt. Gut, 10 Minütchen noch. Ich glaube, dann können wir noch ein bisschen was erleben hier, wenn wir hier durch sind. So, Torres. Ah, Quatsch, Wayne. Genau, Wayne ist ja jetzt hier der Chef. Torres ist ja leider umgekommen. Oh mein Gott. Boxen sind alle auf. Er hat, glaube ich, nichts für uns hier, oder? Mach dir keine Sorgen. Ah ja, ich gucke nach diesem Place. Nach diesem Platz. Keine... Okay. Ah, hier sind die Trading Cards. Okay, bei dem ist es jetzt so, der braucht keine Mod-Permits, sondern Trading Cards. Okay, gut. Also was soll es denn sein? Ja, Tune-Up-Weapon. Ah, verdammt, warum kann ich die denn hier nicht... Ach, Leute. Rarity Card Collection. Er hat keine, ja gut, okay. Junk? What are you talking about? Ja, er hat keinen Junk. Store Equipment. So, da haben wir ein bisschen Muni drin, aber die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe erstmal genug Muni. Und diese MP5 mal bitte weg. So, dann diese... Dann... nein. Dann diese Weste weg hier. So, zack. Und... Ja, diese M92 eigentlich auch, weil ich kann ja nichts an der... Ich kann ja den Zauber nicht entfernen irgendwie. Ne? Das ist ja gerade... Store Items. Kann man die Sachen weglegen? Den Zooschlüssel und so. Tatsächlich, oh mein Gott, man kann die Sachen weglegen. Das ist richtig gut. Gut, den Storage Key. NYPD Weapon Storage. Nee. Ach doch, den können wir eigentlich weglegen, weil den haben wir ja gerade benutzt. Ne? Den Locker Key auch. So, Fullcore. Hamaya, den brauche ich auch nicht, diese Lucky Dinger, weil die bringen, glaube ich, nichts. Gut, aber ansonsten... Ah ja. Besiege Eve, mach es für Torres. Hast du verstanden? Ja gut, aber man kann ja leider keine Waffen ändern, ne? Man kann leider keine Waffen ändern, beziehungsweise... Das ist jetzt gerade die beste Waffe, die ich habe hier. Oder? Moment. Hab ich da nicht noch eine andere Waffe? Nein. Equipment hier. Hab ich da nicht noch eine andere Waffe? Nehmen wir die Waffen nochmal mit rein. Es tut mir leid, das wird jetzt ein bisschen Item-Gefummel. Aber ich möchte mal gucken, was ich hier so alles an Waffen habe. Gut, liebe Leute, das war ja gerade Action genug. Von daher. Habe ich hier irgendeine starke Waffe? Die sind alle schwach, ne? Jawohl. Moment, na wohl, guckt mal da, Leute. Diese Machine Gun. Diese MP5. Moment, warte mal hier bitte wegen. Ich hole mir nochmal die andere Waffe da hinten. Vielleicht kann ich ja da irgendwas rausziehen. Gut, weil so eine hohe Range, ja, ist ganz geil, aber... Was bringt's denn, wenn es keinen Wumms macht, ne? Gut, Leute. Dann würde ich sagen, hol dir die Waffen wieder, Eier. So. Und dann die hier noch. M11, ja, die ganzen Knarren hier einfach mal rausholen. So, gut, da habe ich doch schon mal einen besseren Angriffswert gesehen hier. So, die Bullets sind ja nicht schlimm. So, die M16.
nach 36, so MP5, dann haben wir hier noch 40. Ach, schaut mal da. Schaut mal da, was haben wir denn da für ein Ding bekommen? Range 110. Warum nehme ich die denn nicht? Da habe ich auch diesen blöden Mistzauber raus. Geil. Habe ich gar nicht gesehen, die Waffe. Oh mein Gott. Okay. Gut, dann macht die SG-550. Und zieh dir mal bitte die Pluswerte von der M16 raus. Nein, 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 nein. Hier. Perimeter und die M16 geht verloren. Ja, komm, mach es. Gut, dann weiter geht's hier. Ich möchte gerne diesen Dreifachschuss da rein haben. So, liebe Leute. Gut. Dann machen wir da. Sehr schön, Leute. Wir haben jetzt eine richtig geile Waffe. Und ich habe diesen Effekt endlich weg. Oh mein Gott, ja, das ist so krass. Gut, dann können wir ja noch die Weste mal hier gucken, ne? Westen habe ich ja. Habe ich nur zwei Westen? Habe ich die anderen alle abgelegt? Ja gut, egal. Leute, dann würde ich sagen, diese Handgun da rein. Oh, das ist gerade richtig gut, was wir hier machen. MP5. Die kann auch mal da rein. So, alles klar. Das ist gerade richtig geil, was wir hier machen. Gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass ich da diese Waffe habe. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So, schaut mal hier jetzt die Waffe, Leute. SG-550. Angriff 43, Range ist gleich geblieben und die Bullets sind mehr. Und vor allem dieser scheiß Zauber ist raus. Das ist das Wichtigste, Leute. Gut, ansonsten gucke ich jetzt nochmal nach einer Weste. Ob ich bei eben aus Versehen noch eine Weste habe. So, Store Equipment. Habe ich hier noch Westen? Ich habe hier tatsächlich noch eine Weste, Leute. Aber nur die CM1-Weste. Gut, dann move die mal hier rein. Und dann gucke ich mir das jetzt mal an. Aber am besten mit Musik. Ist so trostlos ohne Musik. Deshalb, ja. Gut, liebe Leute, dann gucke ich mir das jetzt noch mal an. So, Change Armor. Was haben wir denn hier? Das ist gar nicht mal so schlecht. Wie viel hat denn die... Moment, plus 11, ne? Moment, plus 11. So. Die hat aber Critical Chance weniger. Ne, gut, dann ziehe ich mir die Werte daraus, Leute. Dann mache ich einfach hier die Weste. Und nimm dir die Werte, bitte. So, liebe Leute. Und am besten hier nochmal. Ich habe ja noch ein Tool. Sogar zwei Stück noch. Ah, und den Autozauber. Und den Autozauber, bitte. So. Da habe ich jetzt nämlich eine richtig geile Weste. Eine richtig geile Waffe. Und die beiden Knarren, die kann ich ja bei ihm lassen. Die M11 und die andere. Und dann können wir jetzt endlich mal weitergehen gleich. Ich habe noch 3 Minuten. Ja, das war jetzt gerade nicht sehr aufregend, diese Folge, aber... Das muss auch mal sein, hier so Item-Management und so. So, dann würde ich mal sagen... M92F... Move... Dann Reload... Select Ammo Crate... Ah, sehr gut, Leute. Wir können die Munition auch da rausziehen. Das ist schon mal gut. Aber wieso kann ich die jetzt nicht... Hä? Reload? Ah, ich kann's hier. Hm, okay, alles klar, Leute. Dann mach das mal. Und dann kann ich hier das hier... Reload nochmal den Rest hier unten reinziehen, ne? Moment. Nein, das geht ja nicht, ne? Das geht ja irgendwie nicht so. Dann Reload. Ich will nämlich keine Munition hier verschwenden. So, liebe Leute. Okay, dann... Können wir hier Reload, dann zieh das da raus, so, und dann kann die M11 rüber. Ah, so funktioniert das. Okay, ich verstehe. Dann haben wir hier wirklich nur noch unser
Standardkram. Sehr gut, Leute. Ja, dann ist die Zeit eigentlich auch leider schon wieder voll. Shit, Leute. Gut, alles klar. Gut, dann haben wir in dieser Folge wirklich nicht mehr gemacht, als uns vorbereitet. Und diesen Bosskampf da platt gemacht. Ja, aber das ist halt nötig, ne? Manchmal. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, bevor wir hier raus... Ja, oder Moment. Nee, ich mach noch mal... Ich mach noch mal einen Sneak Peek hier. Wir müssen ja mal Eda suchen. Den finden wir, glaube ich, im Museum, oder? LPD Central Park. Nee, da kann nicht sein. So, auch nicht kann... Kann nur Museum sein, also... Mehr ist es ja nicht. Oder? Der muss doch hier sein. Leute. Der muss doch hier sein. Wo ist denn der Maeda? Ja, kann man hier nicht rein? Nee, dann sind wir hier falsch. Okay, ich verstehe. Dann sind wir hier falsch. Gut. Ach, ich weiß. Ich weiß, ich muss wieder da hoch, oder? Oder wisst ihr was? Ich mache heute mal 5 Minuten länger. Das ist ja... In der letzten Woche... Wollte ich mich auch nochmal für entschuldigen. In der letzten Woche kam leider keine Parasite E-Folge. Weil es ist halt einfach im Moment viel zu tun bei mir. Deshalb... Ja, ist meine Zeit ein bisschen rar gesät hier. Und deshalb mache ich es aber über 5 Minuten länger. Kommt. Dann kommt die Folge halt ein bisschen später hoch. Aber... Dafür 5 Minuten länger. So, genau, wir waren ja noch gar nicht hier oben. Ne? Wir waren ja noch gar nicht hier oben. So. Liebe Leute, hier ist ja jetzt alles auf. Hier waren wir schon... Ich weiß, wo... Ich weiß, wo, Leute, aber erstmal hier reingucken, ob da noch irgendwas drin ist für uns. Ja. So. Dann würde ich mal sagen, nee, da ist alles offen. Alles klar, da ist alles offen. Dann gehen wir schnell wieder hier raus. Gut, Leute, alles klar. Dann würde ich mal sagen, trinke ich mal ganz kurz einen kleinen Schluck hier. Ah, okay. Das muss sein, ja. Apollinaris Lemon, ja. Mhm. Das muss sein. Ich weiß, wo es weitergeht, ja. Das war ja hier oben. Hier oben und dann in diesem einen Raum, wo nichts los war. Da sind die jetzt drin, glaube ich. Temaida und Co. Im dritten Stock. Ja, ja. Im dritten Stock. Das war doch hier das. War das hier das, oder? Nee, hier war, glaube ich, die Ärztin drin, oder? Ah, da sind sie. Schaut mal da. Doch, doch, doch. Okay, richtig. Ja. Mhm. Alles klar. Cool, aber... Ja, haben wir noch eine Cutscene. Ich wusste es doch, dass ihr hier seid. Woher hast du es erraten? Diese Art von Platz lässt mich klarer denken. Na, jetzt kommt auf einmal, ja, der Daniel. Alles klar, liebe Leute. Hey, Maeda. Warum hat ihr das Polizeirevier angegriffen? Was ich wissen will, ist, warum Eve nicht aufgetaucht ist. Ich habe ihre Präsenz hier gespürt, aber als wir angekommen sind, war sie weg. Das könnte nur eine Ablenkung sein. Ablenkung? Wofür? Wovon was? Ja. Gibt es eine Samenbank oder ein Krankenhaus, das künstliche Befruchtung durchführt in der Nähe? Eine Samenbank? Nun, ich denke nicht, dass Eves Körper länger durchhält. Stand jetzt müssen die Mitochondrien Parasiten in ihrem Körper sein. Also versucht sie, die ultimative Lebensform zu kreieren, damit, wie sie es in Japan gemacht hat? Ich befürchte, ja. Also wenn wir sie davon stoppen können, dahin zu kommen, wird sie vielleicht sterben. Ich denke, ein Doktor beim St. Francis Hospital,
der spezialisiert ist für künstliche Befruchtung. Lass uns gehen, Maida. Hey, was ist mit mir? Du bist jetzt Captain, erinnerst du dich? Du musst nach dem Polizeirevier schauen. Oh, na schön, hier. Dann nimm das. Was ist das? Das ist Muni, ja, cool, danke. Kann die gut gebrauchen. Okay, Leute. Es geht also in ein Krankenhaus. Alles klar, das wird jetzt interessant, Leute. Das wird jetzt echt interessant. Gut, Leute, aber bevor wir hier weitermachen, ich sehe schon, die 50 Minuten sind voll. Und es ist Nacht geworden. Schaut mal, es ist Nacht geworden. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass euch die Folge hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, wie es beim Krankenhaus weitergeht. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.